Vater, bring es nach Kairo ins Institut. Vater. Wie stark ist dein Glaube, mein Sohn? Ich bin bereit, für ihn zu kämpfen. Und zu töten. Du warst lange fort aus der Wüste. Zu lange. Die Stadt hat deinen Geist verwirrt. Nur derjenige, der nicht gefestigt ist in seinem Glauben, will für ihn kämpfen und töten. Nein, das werde ich nicht zulassen, Bruder Farag. Niemals. Gott ist nicht mit solchen Siegern. Nun den letzten Brief ihres Mannes aus dem Felde. Geliebte Lotte, vieles deutet darauf hin, dass sich bald alles entscheiden wird. Manchmal denke ich, es ist völlig egal, wie auch immer es ausgeht. Hauptsache, der Wahnsinn ist bald vorbei. Dann kann ich endlich dich und den Jungen in die Arme nehmen und nie wieder loslassen. Hast du noch den Skarabäus, den ich dir bei meinem letzten Urlaub mitgebracht habe? Er verleiht ewiges Leben, sagt man hier. Heb ihn gut auf. Manchmal, wenn ich nachts über die Wüste fliege, scheint alles so friedlich. Ihr fehlt mir. Ich liebe euch, Robert. 6. Juli 1942. Thank you.
Ich habe hier etwas sehr Wertvolles. Es muss dringend nach Deutschland. Bitte. Ägyptologisches Institut München. An Frau Stella Veit, persönlich. Wieder auf deinen Weg. Habt ihr die Waffen? Sind ja Gewehre. Auf der Kiste stand mich. Der Herr beschütze uns. Wer Gott liebt, muss auch bereit sein, mit der Waffe für ihn zu kämpfen. Das waren die Worte unseres Abtes. Unsere Feinde haben ihn umgebracht. Wir müssen uns endlich wehren können. Wir müssen unseren Glauben verteidigen. Moment, Moment! Wo bleibt die Bezahlung? Die Dokumente? Kommen Sie. Was soll das Theater? Wo sind die Dokumente? Ach, habt ihr etwa geglaubt, ihr könntet mich reinlegen? Alles wieder aufladen! Wir fahren! Ich werde diese Dokumente finden. Warum machst du es uns so schwer? Wir brauchen Waffen. Ihr wisst ja gar nicht, was da draußen vor sich geht. Wir müssen unseren Glauben verteidigen. Nein! Bleib. Stella. München. Gott, vergib mir. Schau mal, wie die läuft. Schau mal. Und der Hund immer mit. Lass mich jetzt auch mal. Moscho hier. Ihre Mönche da unten wollen offensichtlich ein Spielchen mit uns spielen. Wir wollten liefern, aber die wollten nicht zahlen. Nein. Die sind verschwunden, angeblich. Das ist mir egal. Wir haben uns auf sie verlassen und sehr viel Geld investiert. Jetzt wollen wir die Dokumente, ist das klar? Und sollte das Ganze platzen, wird es für sie sehr, sehr unangenehm. Dafür werden wir sorgen. Dein Vater erwartet dich morgen in Kairo. Es geht um die Dokumente aus dem Kloster. Morgen schon? Das ging aber schnell. Die Maschine geht um zwei. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Diese Dokumente sind wertvoll. Unschätzbar. Sie sind uralt.
Hinweise auf noch unentdeckte Gräber, eine archäologische Sensation. Hast du diese Dokumente jemals gesehen? Nein. Es gibt sie nicht. Wie bitte? Man hat dich reingelegt. Und mich hast du da mit reingezogen. Ich habe eine Menge Geld investiert. Und meinen guten Namen, um dir zu helfen. Sieh dich um. Wo wärst du, wenn ich dir nicht immer wieder etwas abkaufen würde? Aber der Kunsthandel war doch deine Idee. Ach, du tust mir etwas Gutes. Und das Haus, und das Büro, und wer zahlt Moichos Gehalt? Sie wagen sich hierher? Sie haben wirklich Gottvertrauen. Wir sind betrogen worden. Die Dokumente sind in Deutschland. Ach. Und wo? Ich werde sie finden. Und Sie werden mir helfen. Ich könnte das übernehmen, Vater. Und du bekommst dein Geld zurück. Ich verspreche es dir. Ich werde mich darum kümmern, mit Molcho. Selbstverständlich ist er der Spezialist für Schriftzeichen. Aber ich kann Ihnen nichts versprechen. Der Herr Professor ist sehr beschäftigt. Ich muss ihn erst fragen. Warten Sie hier. Ich gehe jetzt in die Bibliothek. Ich werde mich dann um Sie kümmern. Sagen Sie mal, können Sie nicht anklopfen? Das Päckchen ist für Frau Doktor aus Ägypten. Soll ich es hier lassen? Ja, ja, schon gut. Legen Sie es in Ihr Büro. Unglaubliche, bereitende Ausstellung über Totenbücher vor der Schicken hier irgendwelche Orakelsprüche. Wer hat mit denen geredet? Ich habe gesagt, wir könnten vielleicht beides brauchen. Jetzt haben Sie nur die Sprüche geschickt. Klären Sie das. Sofort. Bis Montag. Hallo, Frau Doktor, Post bei Ihren. Ist nicht meiner. Aus Ägypten, Sie sind Päckchen persönlich. Und? Schon reingeguckt? Für dich. Hab schon gehört. Ist von deinem Abt? Treuer Freund. Willst du es nicht aufmachen? Keine Zeit. Muss hinaus ins feindliche Leben. Lass uns heute Abend essen gehen. Stefan, bitte. Du bist doch allein heute Abend. Bitte, im Scala. Ich hab so viel zu tun zu Hause. Du kommst. Ich muss los. Bin sowieso schon viel zu spät. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Stella. Wenn sie nicht gestorben ist. Meine Stella. Meine? Gestorben ist sie nicht. Du. Ich habe dein Lachen gehört. Und was noch? Und du? Zurück vom Nil? Schon fast 4 Jahre. Ich arbeite hier. Ja. Und geht's gut? Ja. Dir? Auch. Sehr gut.
Ich muss gehen. Tschüss. Hallo, Sie? Also der Herr Professor hat jetzt gar keine Zeit. Sie müssten noch mal herkommen. Das ist sie. Stella Veit. 37 Jahre, verwitwet, ein Kind. Damals war es der Anlasser. Diesmal ist es die Batterie. Damals hast du vor lauter Wut eine Beule ins Auto getreten. Damals war da auch so ein freundlicher Polizist, der hat mich ausgelacht. Angelacht und geholfen. Und diesmal? Ich denke, wir sollten mal überprüfen, wer dieser Typ ist. Was wolltest du an unserem Institut? Ich hatte gehofft, jemanden zu finden, der mir erklären kann, was diese Schriftzeichen bedeuten. Ach. Worum geht's denn? Worum es immer geht. Worum geht's denn immer? Um Liebe und Tod. Kann man davon leben? Für mich reicht's. Für dich? Hin und wieder kann man noch ein zweites Gedeck auflegen. Und du? Ich lebe mit einem Mann zusammen. Er ist das Beste, was mir je passieren konnte. Du wirst ihn mögen. Kommt, da ist er. Los, sonst war es das letzte Mal, dass wir ins Landschulheim fahren. Hast du nichts mit? Das bringt mir meine Mann. Amun! Amun! Ich bring dir deine Tasche. Komm! Mama! Endlich! Der Bus wartet nicht. Auf dich auf. Ja, ja. Ich muss weg, Stella. Ich habe noch eine Verabredung. Wo soll ich dich abholen? Das ist mein Sohn Amun und das ist Peter Strom. Neuer? Nee, ganz alter. Danke. Der Typ ist Privatschnüffler. Du bleibst an ihm dran, ich kümmere mich um die Frau. Hey, danke, danke. Ich brauche keine Hilfe. Der Herr ist mit mir. Stella, Stefan hier. Ich gehe jetzt ins Scala. Ich sitze dort an einem Tisch für zwei. Ich warte auf dich. Bis gleich. Er ist die Schönste im ganzen Land. Was wollen Sie? Sie haben etwas bekommen, was Ihnen nicht gehört. Das möchte ich haben. Wovon reden Sie? In Ihrer Wohnung ist es nicht. Also wer hat es? Ich weiß es nicht. Aber Sie wissen, dass es sehr wertvoll ist für jemanden, der die Zeichen entziffern kann. Wer hat es? Jemand an Ihrem Institut? Nein. Ihr Freund, der Detektiv? Es sind Ihre Augen. Sie haben Angst um ihn. Herr Heppner, ja? Besuch für Sie. Strom. Bitte. Tja, das ist er, der Strom. Ich kenne sie noch alle. Und was wollen Sie von mir? Er war mein Vater. Warum kommen Sie erst jetzt? Es gab keinen Anlass.
Er war Ihr Vater. Sie können stolz auf ihn sein. Und Ihr Vater, mein Junge, war einer der Besten, der Tapfersten. Ein Vorbild. Aha, ein Vorbild. Ja, ich erinnere mich genau. Wir waren auf dem Rückzug. Die Engländer kamen immer näher. Da stieg Ihr Vater mit seiner Maschine auf und lenkte sie ab, damit wir uns absetzen konnten. Dabei haben sie ihn erwischt. Der Krieg braucht Helden. Was wollen Sie von mir? Warum sind Sie hier? Verschwinden Sie! Sie haben diesen Vater nicht verdient! Was versteht ihr, Jungen, denn vom Krieg? Von der Wüste, vom Tod? Nichts versteht ihr, was Krieg bedeutet und was es heißt, danach weiterleben zu müssen, ein ganzes Leben. Na, was gefunden, mein Junge? Ich bin nicht ein Junge. Du machst einen großen Fehler, mein Junge. Noch eine, mein Junge. Sagen können, wie gefährlich es ist. Was? Ach, nichts. Nur, als ich nach Hause kam, da war ein Mann in meiner Wohnung, der deinen Skarabäus von mir wollte. Moment, was für ein Mann? Er hat sich nicht vorgestellt. Stattdessen hat er meine Wohnung durchsucht. Der Skarabäus kann damit nichts zu tun haben. Was sonst? Den habe ich bei meiner Mutter gefunden. Ach so. Ist vor ein paar Tagen gestorben. Tut mir leid. Wollen wir essen gehen? Wir können auch hier bleiben. Ich kann Spaghetti machen. Spaghetti? Wie in guten alten Zeiten. Wie in guten alten Zeiten. Woher hatte sie den Skarabäus? Von meinem Vater. Du wolltest nie von ihm erzählen. Nee, Strom hat mich gezeugt. 6 Jahre später war er tot. Ich hatte nicht gekannt. Was soll ich erzählen? Ich frage mich, ob ich dich jemals gekannt habe. Wenn ich wirklich gewusst hätte, dass du damals nicht nachkommst nach Ägypten, vielleicht wäre ich nicht dahin gegangen. Ich hatte es dir gesagt. Ja. Es gab einmal eine Frau, die hat zu mir gesagt, wenn du nicht mitkommst, dann will ich dich nie wiedersehen, weil du mich dann nicht liebst.
Das Wasser kocht. Warst du inzwischen mal in Ägypten? Nein. Da werde ich auch nie hinfahren. Du bist so stur. Folgte Osiris dem Vater, dem Unbekannten, und gab ihm das ewige Leben, dass er fortan König war im Reich des Westens, im Land der Toten, Aminte. Das ist es, was auf deinem Skarabäus steht. Ich kann nicht, tut mir leid. Ich kann hier nicht übernachten. Ich rufe dich morgen an, okay? Schließ schön ab. Morgen kümmere ich mich um alles. Stefan, du ahnst nicht, was du verpasst hast. Stefan! Nein, hör zu, ich hab was. Das Päckchen vom Abt. Erinnerst du dich an die Papyrusrollen und die Dokumente, die er uns damals gezeigt hat? Die hat er mir geschickt, damit sie in Sicherheit sind. Ja, er schreibt so komisch. Ich hab ein bisschen Angst um ihn. Im Institut? Gut. Ja, ich komme. Ich komme. Tschüss. Cora, ich weiß, dass es spät ist. Ich dachte mir, es könnte Sie interessieren, dass ich in Kürze die Papyri und die Dokumente in Händen habe. Das ist meine Sache. Nein, 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 nein. Morgen. Wir treffen uns morgen. Ja, ich bin um 9 Uhr bei Ihnen. Danke. Wer war das? Es ging um die Dokumente. Dein Vater wird bekommen, was er will. Stefan. Hallo, Stella. Hallo. Hast du das Päckchen dabei? Du hast einen Brief vom Abt erwähnt. Was steht drin? Schreibt was von einem Kampf. Irgendwelche Namen, die er erwähnt? Etwas über Farag. Und keine Namen? Nein. Warum? Wenn das in den Papieren steht, was hier angedeutet ist. Stella. Das ist eine Sensation. Damit kann ich mir endgültig einen Namen machen. Hier. Stella. Wir. Ich weiß jemand, der würde das finanzieren, wenn man ihm die Hälfte davon belässt. Das ist illegal. Ja, es gibt genügend Mittel und Wege. Das
weißt du. Nein, deshalb hat mir der Abt die Sachen nicht anvertraut. Stella! Auch, du tust mir weh! Stella, stell dir vor, unsere Namen müssen in jedem Buch über Ägypten erwähnt werden. Stella, denk an das Geld. Lass mich! Und beide, vertrau mir. Ich liebe dich. Stella, ich könnte dir niemals wehtun. Ich liebe dich. Bitte, glaub mir. Ich glaub dir. Was denkst du? Stella, mach keinen Unsinn! Stella! Diese Leute schrecken vor nichts zurück! Bei dir zählt eigentlich gar nichts! Wenn sie dich nicht kriegen, nehmen sie deinen Jungen! Stella! Zuerst zu Koba. Ich werde noch mal mit dir reden. Wo sind die Dokumente? Stella wird auf mich hören. Glauben Sie mir. Sie hat die Dokumente. Also, worauf warten wir noch? Sie ist nicht zu Hause. Sie werden sie nicht finden. Ich werde sie alle auffliegen lassen. Er hat ihn umgebracht. Mal so. Der Abt ist bestimmt tot. Wir schrecken vor nichts zurück. Es geht um Waffen. Wir sollten zur Polizei. Nicht bevor ich weiß, was mit Amun ist. Hier ist Stella Veit. Ich möchte meinen Sohn sprechen. Das schlingt. Sind Sie sicher? Nein, Sie müssen ihn nicht wecken. Ich hole ihn ab. Hören Sie? Mein Freund wird ihn abholen. Ja, danke. Wiederhören. Du bleibst im Hotel. Lass dich nicht sehen. Und geh nicht ans Telefon. Was weißt du über das Kunsthaus Gies? Wieso? Der Wagen, der mich angefahren hat, war auf den Namen angemeldet. Als ich weggelaufen bin, da saß er in einem Auto, zusammen mit dem Mann, der bei mir in der Wohnung war. Die wollten zu Koba. Versuchst zu schlafen? Wenn du wieder aufwachst, bin ich mit Amon zurück. Die Waffen können wir doch überall verkaufen. Wozu brauchen wir da noch den Mann? Geh zurück ins Auto.
Landschulheim Murnau Vogel, grüß Gott. Wer ist da? Veit. Ihr Sohn. Ja, der wird gerade abgeholt. Danke, vielen Dank. Ich muss mal für kleine Jungs. Los, raus hier. Geh mit Gott. Mach schon. Nimm die Hände hoch. Los, weiter. Wir kommen hier rum. Hey! Bleib stehen! Hey, komm zurück, Junge! Du wirst dich verlaufen! Du wolltest mir meinen Jungen bringen. Sie werden ihm nichts tun, Sie wollen ihn austauschen. Sie kriegen alles, Sie kriegen alles. Sie können die Dokumente haben, ich habe noch Geld. Sie können alles haben, was Sie wollen. Es ist mir scheißegal. Du musst hier bleiben. Keine Minute. Ich bring dir den Jungen zurück, Stella. Ich werde ihn zurückholen. Pass auf, was du versprichst. Unterschätzt. Der Mönch ist gefährlich. Aus. Es ist aus. Ich habe wieder einmal versagt. Er wird den Jungen gegen die Dokumente austauschen und dann läuft alles wie von Anfang an geplant. Wie geplant? Sieh dich doch um. Was ich habe, was ich bin, verdanke ich meinem Vater. Und ich? Was bin ich schon für ihn? Ein Versager! Was ist mit Ihrem Vater? Sie Versager! Herr Strom. Wer ist das? Ihr Kindermädchen? Wer hat Sie überhaupt hier heruntergelassen? Verschwinden Sie. Wo ist der Junge? Welcher Junge? Also, wo ist Ihr Vater? Bringen Sie mich zu ihm, ich muss mit ihm reden. Wenn Sie nach Kairo wollen. Aber ich glaube kaum, dass er mit Ihnen reden wird. Nach Kairo? Was macht er da? Waffengeschäfte? Raus hier. Ich
höre. Mein Vater ist ein seriöser Geschäftsmann. Er organisiert Hilfslieferungen in Hungergebiete, hat eine Fürsorge für deutsche Kriegsgräber in Ägypten aufgebaut. Dafür hat er sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ein Held also. Ein Vorbild. Oh ja. Mein Vater ist ein hoch angesehener Mann. Nicht nur in Ägypten. Die Menschen lieben ihn. Er hilft ihnen, sich gegenseitig umzubringen. Dafür hat er den Profit. Sie sollten niemanden so sehr bewundern. Er wird Sie enttäuschen. Wenn dem Jungen etwas passiert, lasse ich die ganze Scheiße hier auflegen. Was sollte das mit den Waffen? Er glaubt immer noch, wir hätten den Jungen. Das ist meine Chance. Ich hab gewusst, dass Sie wiederkommen. Was wollen Sie wissen? Wo er begraben ist? Ich komme nicht wegen meines Vaters. Hier im Westen, in der Nähe von Siwa. Sagt Ihnen der Name Gieswas? Hä? Sagt Ihnen der Name Gieswas? Gieswas? Gies! Kenn ich nicht. Hat er gekämpft? Das weiß ich nicht. Er ist Deutscher, lebt jetzt in Kairo. Er betreut deutsche Kriegsgräber. Ich kenne keinen Gies. Haben Sie ein Foto? Nein. Moment doch. Das heißt, von seinem Sohn. Ja. Moment. Gies! Woher haben Sie denn das alles? Ich hab inseriert. Die Leute sind froh, alles loszuwerden. Die wollen nur vergessen. Aber man kann nichts Neues entstehen lassen, wenn man das Alte vergisst. Schramm. Feldwebel Schramm. Operationsalarm. Operationsalarm? Das war eine Aktion des Geheimdienstes. Zwei Agenten, Rau und Schramm, sollten den Widerstand der Ägypter gegen die Engländer schüren. Alles lief gut bis vor El Alamein. Rau starb und Schramm setzte sich ab. Verscholl. Mitsamt den 500.000 Pfund, die man ihm anvertraut hatte. So glaubt man bis heute. Bis heute. Kann ich das Bild haben? Wozu? Erinnerung. Hallo? Haben Sie die Dokumente? Wo ist mein Kind? Draußen im Wagen. Ich will es sehen. Sie können es sehen, wenn ich weiß, dass es die richtigen Dokumente sind. Hier sind die Dokumente. Bringen Sie bitte mein Kind in die Kirche, dass ich es sehen kann. Ja, ja. Nicht anfassen! Nein! Nein! Kommen Sie.
Ich bringe Sie zu Ihrem Kind. Ja. Kommt sie. Peter, er bringt mich zu Amun. Sie haben den Jungen. Nichts haben Sie, gar nichts. Amun ist in Ägypten. Sie wollen ihn austauschen, gegen die Dokumente. Was? Was ist? Es ist alles verbrannt. Solange Sie den Jungen noch nicht haben, sind Sie doch gar keine Gefahr. Wir werden einige Zeit in Kairo verbringen, bis die Sache vergessen ist. Nein, nicht nach Kairo, nicht zu meinem Vater. Was glaubst du, wer dir sonst helfen kann? Ich muss dahin. Ich muss nach Ägypten. Wir haben nichts in der Hand. Aber ich habe doch jemandem etwas versprochen. Ich bin an Ihrer Hilfslieferung für das Kloster interessiert. Sie interessieren sich für Milchpulver? Ich interessiere mich für den Inhalt der Kisten. Nicht für die Aufschrift. Es tut mir leid, aber Sie kommen zu spät. Die Ladung ist bereits vergeben. Und zwar an mich. Bis jetzt haben Sie mir gefallen, aber jetzt machen Sie sich lächerlich. Verschwinden Sie. Geben Sie mir die Ladung und ich werde Ihrem Sohn nichts über Sie erzählen. Was sollte ich ihm sagen können, was er nicht weiß? Er hält Sie für einen Ehrenmann. Er hat recht. Und jetzt verschwinden Sie oder ich lasse Sie rauswerfen. Das wäre nicht klug. Feldwebel Schramm. Wer sind Sie? Vielleicht ein Stück Vergangenheit. Operation Salam. Sie erinnern sich? Wie oft werden Sie jetzt noch kommen? Mich interessiert nur dieses Geschäft. Ist mir egal, was Sie dann machen. Dein Vater ist hier gefallen. Wolltest du deshalb nie mit mir nach Ägypten? Überall waren seine Bilder. In den Schränken seiner Anzüge. Die Uniform. Alles roch nach ihm, die Hemden. Ich musste sie anziehen. Nachts hörte ich meine Mutter mit ihm reden. Alle 14 Tage hat sie sein Bett neu überzogen. Immer wieder. Sie hasste sein Aquarium. Aber wenn ein Fisch starb, hat sie genau den gleichen sofort wiedergekauft. Er liegt irgendwo hier in der Wüste, der Held. Thank you.
Was willst du? Den Jungen. Die Waffen sind draußen. Bringt die Waffen ins Kloster. Oder willst du es umbringen wie den Abt? Was sagst du da? Er hat es mir geschrieben. Meine Tochter, eine schwere Prüfung hat uns Gott auferlegt. Ein langer Kampf steht bevor und viele werden sterben, so sinnlos. Um mich herum wächst die Bereitschaft zu töten. Wie kann man nur mit Waffen für Gott streiten? Und Bruder Farag schürt den Hass auch gegen mich. Sein Glaube ist so schwach, deswegen sende ich die Dokumente dir, damit sie in Sicherheit sind. Friede auf all deinen Wegen, dein alter Freund aus Ägypten. Hier ist das Kind. Mama! Amun! Er war alt. Ich habe nichts Unrechtes getan. Gott ist mein Zeuge. Nein, nein! Lass mich! Nikopheros, hilf mir! Seht nach, ob alle Kisten noch da sind. Geben Sie auf, Strom. Ein guter Soldat weiß, was er verloren hat. Sie sitzen in der Falle. Schüsse. Es gibt Ärger. Nein. Kommen Sie. Vertrauen Sie mir. Hier lang. Einer bleibt am Tor. Ihr beide links. In den Gang. In den Gang. Hier ist keiner. Hey, Strom! Stehen bleiben! Los! Kommst du mit uns? Und Horus folgte Osiris. So ziemlich weit. Das werden wir ja auch noch schaffen. Ja. Also dann. Ja, dann. Danke. Wenigstens habe ich dich nach Ägypten gekriegt.
Schönste im ganzen Land! You in a state of fright.